als würde jemand meinen Schädel mit einem Presslufthammer bearbeiten. Bist du sicher, dass es hier ist? Das ist die Adresse aus dem Bericht. Gut. Okay. Dann mal los. Scheiße. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Detroit Become Human. Wir gehen jetzt in den Stripclub. Oder Sexclub. Ach, was weiß ich. Eden Club. Hey, vor dem haben wir doch gelesen. Die heißesten Androiden der Stadt. Jetzt weiß ich, warum du unbedingt her wolltest. Okay. Oh, Mann. Willkommen im Eden Club. What the fuck? Okay. Connor, was zur Hölle machst du da? Komm mal, Lieutenant. Hey, ich wollte die Nummer anglotzen. Ja, nee, die gefallen mir alle nicht. Du Baby, zeig's mir, Mann. Geh weg. Hey, Ben, wie läuft's denn so? Es ist das Zimmer. Oh, übrigens, Gavin ist auch da. Oh, toll. Ein Toter und ein Arschloch. Genau das, was ich brauche. Lieutenant Anderson und sein Plastikfreund. Was wollt ihr beide denn hier? Wir bearbeiten alle Fälle mit Androidenbeteiligung. Ach ja? Tja, ihr verschwendet eure Zeit. Nur ein Perverser, der mehr bekam, als für ihn gut war. Wir sehen uns trotzdem mal um, wenn's recht ist. Na los, gehen wir. Irgendwie riecht's hier doch nach Alk. Nacht, Lieutenant. Gavin ist ein Arschloch. Diagnose. Schwere Beschädigung. Biokomponente, okay. Ihr Chip fehlt auch. Wow, hey. Oh, Connor, das ist ekelhaft. Ich muss gleich nochmal kotzen. Okay, blaues Blut, Seriennummer, bla bla bla. Was gibt's hier noch? Ja, okay, bloß den Typen. Hallo, schau dir den Typen an. Hier gibt's sogar ein Klo. Okay, drei Hinweise. Was haben wir hier? Keine Anzeigen eines Herzanfalls. Herzanfall nicht Todesursache. Vielleicht war es ein zu großer Ständer. Ich hätte das Todesbeizwungen 18.24 Uhr. Graham Michael. Gab's hier sonst noch irgendwas? Hä? Oh, da am Hals. Wirke mal alle. Ah. Opfer wurde erwürgt. Okay. Todesursache war kein Herzinfarkt. Er wurde erwürgt. Ja, er hat Druckstellen an seinem Hals. Aber das beweist gar nichts. Vielleicht steht er ja drauf. Wir übersehen irgendetwas. Kannst du den Speicher des Androiden auslesen? Vielleicht siehst du, was passiert ist. Verbinden. Ich kann's versuchen. Im Führerschein steht Michael. Der einzige Weg, um auf seinen Speicher zuzugreifen, ist, ihn zu reaktivieren. Schaffst du das? Er ist schwer beschädigt. Wenn es klappt, habe ich nur eine Minute. Eher weniger.
Ich hoffe lange genug, um etwas erfahren zu können. Wow. Da bekommen die Worte, zeig mir dein Inneres, ich will dein Inneres sehen, ganz andere neue Bedeutung, ey. Du warst beschädigt und ich habe dich reaktiviert. Alles ist in Ordnung. Ist er tot? Sag mir, was passiert ist. Er fing an, mich zu schlagen. Wieder und wieder. Hast du ihn getötet? Nein. Nein, ich war das nicht. Warst du allein im Raum? War noch irgendjemand bei dir? Er wollte zwei Mädchen haben. Das wollte er. Wir waren zu zweit. Dann hat der andere Android ihn erwürgt. Ist das richtig? Shit. Da war noch ein Android. Das ist vor mehr als einer Stunde passiert. Der ist längst weg. Nein. In dem Aufzug konnte sie nicht unbemerkt nach draußen. Sie könnte noch hier sein. Würdest du merken, wenn von diesen Androiden hier einer ein Abweichler ist? Abweichler sind schwer zu erkennen. Ach, Scheiße. Da muss es noch etwas geben. Vielleicht ein Augenzeuge. Jemand, der sie aus dem Zimmer kommen sah oder so. Ich werde mal diesen Manager fragen, ob er was gesehen hat. Wenn dir was einfällt, sag mir Bescheid. Ja, jetzt dürfen wir uns die Androiden anschauen. Nein, ich meine, er war zwei oder dreimal hier. Ich meine, diese Typen reden nicht gerade viel, wissen Sie. Ja. Sie kommen, haben Spaß und gehen dann wieder. Gab es hier schon mal eine mit den Androiden? Nein. Zugang zum. Brauche einen Menschen für den Zugang. Sie haben nicht zufällig eine Überwachungskamera hier? Ja? Auf keinen Fall. Ich meine, deshalb kommen die Leute ja in den Nebenklang. Diskretion. Ach so, warte, ich kann ja den fragen, oder? Ja, natürlich. Die Geschäfte laufen. Oh, den Hank. Verzeihung, Lieutenant. Könnten Sie mal herkommen? Was gefunden? Vielleicht. Können Sie diese Tracy mieten? Verdammt nochmal, Connor, wir haben Besseres zu tun. Bitte, Lieutenant. Vertrauen Sie mir. Ja, ja. War so teuer. Voll der Beschiss. Macht auf der Spesenabrechnung aber keinen guten Eindruck. Kauf bestätigt. Edenklar wünscht Ihnen eine Antwort. Schön, Sie kennenzulernen. Folgen Sie mir. Ich bringe Sie in Ihr Zimmer. Okay, und was jetzt? Da. Eine blauhaarige Tracy läuft in Richtung des Eingangs. Mehr wollen wir nicht sehen. Sie hat etwas gesehen. Und worauf willst du damit hinaus? Der Abweichler verließ den Raum. Eine blauhaarige Tracy. Die Speicher der Club-Androiden werden alle zwei Stunden gelöscht. Uns bleiben nur Minuten, um noch einen Zeugen zu finden. Hey, was soll ich mit der jetzt machen? Sagen Sie ihr höflich ab! Sorry, Süße, das wird doch nichts. Nimm's nicht persönlich. Probieren wir den hier. Oh.
Hoffentlich bringt's. Da. Okay, hinten. Er sah die blauhaarige Tracy. Ich weiß, wo sie hin ist. Dann hinterher. Hier sind überall Androiden, verdammt. Wie willst du herausfinden, welcher die blauhaarige Tracy gesehen hat? Da ist ja nochmal so eine. Da. Die ist hinter dem anderen Teil. Schnell, schnell, schnell! Wie lange haben wir noch? 2 Minuten 38. Fuck, man. Ich will mich mit denen nicht verbinden. Ii. Alter! Okay, da sieht man nichts. Er hat nichts gesehen. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Warte mal, der muss ich gesehen haben. Fuck you! Er hat nichts gesehen. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Das ist doch mit Abstand die teuerste Untersuchung meiner gesamten Karriere. Was, Bulle? Nichts. Die blauhaarige Tracy kam hier nicht vorbei. Hier. Oh Mann. Auch nicht, willst du mich verarschen? Ich habe die Spur verloren. Die ganze Kohle und ich habe immer noch keinen Spaß damit gehabt. Eine Minute 18 bloß noch. War der dann den da? Da! Schnell, 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 schnell! Hopp, mach! Oh. Nichts. Die blauhaarige Tracy kam hier nicht vorbei. Oh, komm schon. Fuck you. Die ganze Kohle und ich habe immer noch keinen Spaß damit gehabt. Schnell, 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 schnell. Da! Sie ist da drin. Hallo, blauhaarige Tracy. Hä, war das hier? Es ist zu spät. Nein! Die Speicher der Androiden wurden gelöscht. Ja,
Ob einer von Ihnen Tracy gesehen hat, werden wir nie erfahren. Es ist meine Schuld. Ich war zu langsam. Und ich dachte schon, du würdest dich endlich mal nützlich machen. Lass uns verschwinden. Ich ertrag das hier nicht länger. Nein! Ich war doch im richtigen Zimmer! Ach komm, ey, jetzt, boah, das Spiel kotzt mich gerade voll an. Was, 10% haben das bloß vermasselt? Wollt ihr mich jetzt... Oh Mann, ey. Ach komm, das ist doch totaler Scheißdreck, Alter. Da gibt's 5 Androiden und der letzte ist es, den wo ich erwisch. Ach. Oh ja, ich bin gerade voll pissig, ey. Ja, hopp, weiter geht's. Oh, ich kann mich umschauen. Die Leute, die wir treffen wollen. Woher weißt du von ihnen? Von den Androiden in Slatkos Haus. Sie sprachen von Menschen, die Androiden über die Grenze bringen. Wenn's gelogen war? Oder noch eine Falle? Ich weiß nur, dass die Androiden es glaubten, bis Slatko sie umbrachte. Automodus. Autonomus heißt es, ne? Ja. Ist es noch sehr weit? Wir sind in etwa einer Stunde da. Noch nie Schnee gesehen. Sehr hübsch. Er behindert uns. Aber wenigstens sind nicht so viele Menschen unterwegs. Fehlfunktion festgestellt. Notfallbremsen aktivieren. Das sieht nicht gut aus. Bleib sitzen, Alice. Ja, super. Autos der Zukunft sind auch scheiße. Was sollen wir jetzt machen? Keine Ahnung. Zu Fuß gehen, schätze ich. Es ist eiskalt. Alice schafft das nicht. Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Hier gibt es keinen Platz zum Übernachten, Kerla. Ja, und was soll ich jetzt machen, nach deiner Meinung? Ich finde eine. Ach, warte, da ist ein Schild. Okay, ich muss da hinlaufen. Piraten Cove, Amusement Park, welcome. Da drüben.
Wir brauchen eine Unterkunft. Wir müssen aus der Kälte raus. Scheint nicht so. Scheint schon länger geschlossen zu sein. Okay. Unterkunft. Geht's da nicht irgendwo nahe? Hallo Pirat. Schau nicht so blöd. Was gefunden? Nein. Nichts, wo wir übernachten können. Scheiße. Hier fällt alles auseinander. Wird nicht leicht, einen Schlafplatz zu finden. Hier ist ein Haus. Hierher. Ich mach das. Na bitte. Wir werden nichts Besseres finden. Machen wir es uns gemütlich. Ich mache ein Feuer. Wieso richte ein Bett für Alice her, überprüfe Luthers Tasche. Aber Hauptsache so ein E-Book ist da. US Iowa vermisst, Überschrift von letzter Arktis gesichtet. Die USS Iowa, ein U-Boot der Zerstörungsklasse, ist im Polarmeer verschwunden. Eine Untersuchung läuft nach Präsident Warren, vermutet Russland hinter der Affäre. Die russischen Aggressionen haben eine neue Stufe erreicht. Amerika muss reagieren. Naja, sauber. Bislang hat der Kreml nur pauschal bestritten, in der Sache verwickelt zu sein. Obwohl der russische Diplomat Novakov betonte, dass ein amerikanisches U-Boot der Zerstörungsklasse nichts in der Arktis verloren habe. Das Krieg, der aber derzeit ausbrechen kann. Na geil. Wie ich schon sagte, wie bei uns. Androidenband Anwärter auf Musikpreis. Dann stört uns der Rauch nicht so. Es sind noch Kekse da. Möchtest du welche? Nein, ich bin nicht hungrig. Ich denke mal, die Waffe brauchen wir jetzt nicht überprüfen. Hallo, wo ist Zeug zum Bett machen, Mann? Okay, das war ein Reinfall. Oh. Hier ist ein Android. Ich glaube, ich hätte die Waffe überprüfen sollen. Ich muss zur Tasche, ich will die Waffe nochmal überprüfen. Ich will die Waffe überprüfen. Ja. Genau deswegen.
Glaubst du, wir sind eines Tages wie sie? Ich weiß nicht, wie man wie sie ist, Alice. Ich hatte nie eine Familie. Aber vielleicht können wir eine werden. Auf unsere eigene Art. Dass wir beide zusammen sind, das ist alles, was zählt. Na komm, es ist Zeit fürs Bett. Geschichte, Kara? Ich habe 9000 Kindergeschichten gespeichert. Mir sollte eine einfallen. Prinzessin. Es war einmal eine kleine Prinzessin, die... Nein, nicht so eine Geschichte. Eine nur für mich. Es war einmal ein kleines Mädchen. Das sehr unglücklich war. Es wollte so gern wie die anderen Mädchen sein, aber... Es war anders. Und das machte es traurig. Dann traf es einen Roboter, der auf Gehorsam programmiert war. Aber dieses Mal nicht mehr gehorchen wollte. Die beiden beschlossen, zusammen wegzulaufen. Um ein besseres Leben zu finden. Unterwegs lauerten sehr große Gefahren, aber sie hielten zusammen und konnten so alle überwinden. Unterwegs trafen sie einen netten Riesen. Er versprach, sie zu beschützen. Wie geht die Geschichte zu Ende? Sie fanden den Ort ihrer Träume und lebten dort glücklich zusammen. Geschichten haben immer ein gutes Ende. Aber in echt ist das nicht so. Zeit zu schlafen. Morgen liegt wieder ein sehr langer Tag vor uns. Kommst du und sagst mir gute Nacht, Luther? Ja. Ja, natürlich. Schlaf gut. Rede mit Luther. Gleich erschau ich aus dem Fenster. Irgendwas ist da. Okay, es ist doch nichts da. Dieses RA9 stört mich voll an der Wand. Hier waren verrückte Roboter. Gut, Abweichler. Ein liebes Mädchen. Ja. Sie ist sehr tapfer. Hast du je gehört von RA9?
RA9 war der Erste, der erwachte. Eines Tages wird er unser Volk anführen und uns befreien. Was, wenn RA9 niemals kommt? Wenn er nur irgendeine Geschichte ist, die wir erzählen, um nicht aufzugeben? RA9 existiert. Ich glaube an ihn. Ich weiß, dass er da ist. Wenn die Zeit reif ist, werden wir ihn sehen. Kara, ist dir jemals was aufgefallen? An Alice? Nein. Was meinst du? Alles beschützen. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Lasst uns in Ruhe! Hab keine Angst. Wir tun euch nichts. Wir sind wie ihr. Wir heißen Jerry. Wir haben hier im Park gearbeitet. Wir wollten euch nicht erschrecken, aber manchmal kommen Menschen, um uns weh zu tun. Da wollten wir nachsehen. Was macht ihr hier? Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Morgen sind wir wieder weg. Ein Mädchen? Wir haben lange keins mehr gesehen. Kinder waren so gerne hier bei uns. Sieht traurig aus. Die letzten Tage waren schwierig. Wir haben etwas für sie. Etwas Lustiges. Wird dir gefallen. Will sie es sehen? Oh, ich glaube nicht. Dann soll sie mitkommen. Alice, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Komm schon, Kara. Ich glaube, du hast keine Wahl. Okay, und warum steigen die einfach durchs Fenster? Das Karussell. Sei unser Gast. Ich hoffe, die drehen nicht durch. Oh, scheiße, sorry. Die Kleine geht bitte an Bord. Das Karussell wird sich gleich drehen. Sie lächelt zum allerersten Mal. Bisher gab es ja auch nicht viel zu lächeln. Oh, wie schön. Ein Lächeln auf ihren Lippen, wahrscheinlich. Weil sonst wäre es ja komisch. Durch Fenster sehen, Androidenband lesen, Gebäude überprüfen. Oh, ich hätte noch mehr sehen können am Jahrmarkt, in der Höhle des Piraten, Umgebungsscan. Mit der Statistik, Schrift von RA9s ansehen. Ah, ich bin einer der wenigen, wo das sehen hat. Nur ein Viertel sehen das. Stock aus dem Feuer nehmen, Waffe nehmen, Feuer löschen, Alice beschützen. Warnschuss abgeben, bedrohen. Frage. Wegstoßen.
Okay. Dann sind wir jetzt hier auch schon wieder am Ende. Okay, die Folge ist ein bisschen länger als sonst. Ja. War doch schön, Alter, dass er endlich mal was zum Lächeln hatte. Die arme Kleine. Ich hoffe, die werden am Ende glücklich. Ich hoff's. Verdammte Scheiße. Das Spiel macht mich fertig. Okay, also gut. Ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen. Macht's gut und Servus.